ein bisschen näher. Ich bin bestimmt nicht so laut. Die Hintergrundgeräusche. Es wird hier Videos aus dem Garten werden nicht mehr kommen. Ich fahre jetzt auch schon eine Weile komplett aus. Ich habe es zwischendurch mal versucht mit Gemeinschaftsarbeit, die ich dann auch erfüllt habe. Und es kommt einfach ein Schicksalsschlag nach dem anderen und ich bin schon lange weit über meine Grenzen. Das geht ja schon seit letztem Jahr, ich weiß nicht wann. Am schlimmsten war es Mai, Juni, der Übergang. Und ich habe bis heute gekämpft, in meisten Phasen überhaupt zu überleben. Und ganz ehrlich halte ich, also mir bricht es einfach das Herz, auch nicht im Garten sein zu können. Und mir fehlt richtig was. Es war Ruhe, Kraftort. Ein großer Teil Verbindung zur Natur. Auch aufgrund meiner Einschränkung etwas, was mich erfüllt hat. Und mir ganz viel gegeben hat. Und damit ist jetzt auf jeden Fall Schluss aus dem Garten. In irgendeiner anderen Form wird irgendwann irgendwas weitergehen. Ich hatte auch Gedanken, ob ich jetzt hier, gerade weil Pilzzeit ist, euch mal mit im Wald nehmen wieder, aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass Pilzvideos uninteressant sind. Meine auf jeden Fall. Dennoch würde ich das trotzdem tun, wenn mir danach ist und wenn sich das gut anfühlt für mich. Jetzt im Moment ist das auf jeden Fall. Garten kann ich einfach nicht mehr. Ich kann kaum. Ich schaff's kaum in den Garten. Gesundheitlich muss ich einfach akzeptieren, das geht nicht weiter. Habe alles versucht, was ich konnte, und das, was ich jetzt schon so lange durchzieht, habe ich ja nahezu gar nicht mit euch geteilt. Also der rote Faden vom letzten Jahr zu diesem Jahr, vor allen Dingen dieses Jahr, waren positive Videos, die uns Menschen ein bisschen Erholung schenken, Achtsamkeit. Weil wir alle genug um die Backe haben. Um die Ohren, nicht um die Backe, um die Ohren. Und das andere habe ich versteckt, weil ich weiß, das braucht ihr da draußen nicht. Dennoch habe ich meine Zeit durchlebt und es war über lange, lange Strecken sehr, sehr, sehr schwierig. Sehr grenzwertig schwierig. Und ich kann auch froh sein, überhaupt jetzt hier noch zu sein. Dafür bin ich vielen Menschen dankbar, ohne die ich nicht mehr wäre. Ohne die wäre ich einfach nicht mehr. Ich wäre nicht mehr am Leben, ich wäre nicht mehr vor dieser Kamera. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Auch ein paar, die mir zusehen, die mir gerade im Dezember geholfen haben. Da habe ich echte, mitmenschliche Solidarität erfahren. Eine sehr berührende Zeit, aber auch zu der Zeit war es für mich ein sehr, sehr schwerer Kampf. Ja, ich suche hier kein Mitleid. Das ist einfach für alle, die den Kanal schon so lange verfolgen, mich auch dafür interessieren, wie es irgendwie so weitergeht und natürlich an meinem persönlichen Schicksal im Kleinen schon teilgenommen haben. Es gilt einfach anzuerkennen, dass was ist, und Garten kann ich nicht mehr, ist Ende. Ich kann nicht mehr. Gab jetzt auch
Ein Brief mit einer Frist für bestimmte Sachen von meinem Garten, die ich läuft in den nächsten Tagen ab. Somit bin ich meinen Pflichten nicht nachgekommen. Das wird natürlich verschiedene Sachen dann zur Folge haben. Was das ist, wird sich zeigen. Ich kann auf jeden Fall da nicht mehr sein. Ich fühle mich nicht mehr gut. Ich habe keine Kraft mehr für den Garten. Und es ist einfach jetzt Ende. Ende mit der Schrebergartensache. Das irgendwie über Videos zu transportieren. Es werden irgendwie Pflichten noch auf mich zukommen. Es wird sich zeigen, was ich schaffe und was ich nicht schaffe. Und muss man halt mit allen Konsequenzen leben. Das ist eben so. Die ganzen Ereignisse zu verarbeiten, wird noch länger brauchen. Da habe ich, wie gesagt, therapeutische Unterstützung. Aber es gibt auch ganz viel, was ich selber machen kann. Zum Beispiel heute im Wald zu sein. Ich habe mir das nicht vorgenommen gehabt, ein Video zu drehen. Das ist gerade ganz spontan entstanden. Ich habe halt die Stativ im Rucksack und Handy ist halt auch dabei. Ja, ich suche halt den Wald auf, weil es ist irgendwie, wenn ich vor die Haustür gehe, im Garten ist eine unglaubliche Vielfalt und ich habe ja nun die Jahre auch gezeigt, wie man der Natur unglaublich viel zurückgeben kann, vor allen Dingen Raum für Tiere schaffen kann, eine Vielfalt und ja, wie ich in irgendeinem Video schon mal als Titel hatte, aus Unkraut wird Permakultur, also für mich gibt es Unkraut einfach nicht. Die ganzen Wildkräuter, Wildgemüse, ich muss euch das nicht alles rausholen, ich habe das in meinen Videos kommuniziert. Und überhaupt der Weg, der Erde was zurückzugeben, ich denke, da habe ich einen wundervollen Weg aufgezeigt und auch jede Menge Menschen anstecken können, zu erkennen, wie man der Natur ganz, ganz einfach helfen kann. Und das ist was ganz Besonderes und dafür bin ich dankbar und darüber freue ich mich auch. Auch wenn jetzt ich mich gerade in diesem Moment nicht freuen kann, wie ich das sonst kann. Ja, meine Lage ist ernst. Ich weiß überhaupt nicht, wie es jetzt gerade alles weitergeht. Ich bin gerade vorne in einer sehr, sehr überfordernden Phase wieder gewesen und habe mich da gerade wieder rausgezogen und versuche meinen Fokus auf die Dinge zu richten, die mir gut tun, wie der Wald. Und ein bisschen was habt ihr auch mitgekriegt über meinen Community-Tab, da habe ich auf einen neuen Kanal verwiesen. Da geht es halt darum, auf sich selber zu schauen. Ja, und dort teile ich meine Bewältigungsstrategien, die ich mehr denn je in dieser Zeit brauche und die mich auch am Leben gehalten haben. Also es führen ja verschiedene Dinge dazu. Ich bin oft an dem Punkt gewesen, komplett aufzugeben, nicht mehr zu können, mich einfach allem hinzugeben. Schwere Depressionen sind einfach nicht ohne. Und das ist ja nur ein Teil von dem, was ich mitschleppe. Und ich gehe die Dinge an, alles, was ich in meiner Selbstverantwortung machen kann, in die Bewusstheit kommen, in die das nach innen schauen. Das ist der einzige Weg für alle, die auch nicht klarkommen. Oder generell für uns alle, also es ist ja ein gesellschaftliches Ding, Bevölkerungsding. Ja, es gibt irgendwie jetzt viel zu verarbeiten. Ich werde gute Tage haben, ich werde schlechte Tage haben und ich hoffe, dass die guten mehr werden. Hat zuletzt durchaus schon ein bisschen Hoffnung geschöpft, weil ich auch in meiner Traumabearbeitung vorangekommen bin.
Aber wenn die Einschläge von außen so, das kann sich nicht mal jemand ausdenken. Ich will hier auch gar nichts benennen, sondern ja. Ja, auf diesem Kanal, wenn es sein soll, wird es irgendwann weitergehen. Und ansonsten für alle, die mich irgendwie noch verfolgen wollen, auf irgendeine Art und Weise, gibt es den Kanal Lars Christian, den werde ich auch mal unter diesem Video verlinken. Da teile ich meinen Weg. Ich bin kein Guru, gar nichts. Ich stecke in der Scheiße, ich schleppe genug mit mir rum und schaue da schon ziemlich lange drauf und habe mich dann in so vielerlei Hinsicht schon rausgezogen. Gehabt auch teilweise, wenn ich an vor Corona denke, war ich auf einem sehr guten Weg. Und jetzt hat diese Zeit mir dann auch nochmal aufgezeigt, wo für mich die Reise weitergeht. Und das ist einfach zu viel, ich kann nicht mehr und das gilt es zu akzeptieren. Auch wenn mein Antrieb ein anderer ist und mir der Garten unglaublich doll fehlt und mir das echt das Herz zerbricht, nicht dort sein zu können. Mir fällt die ganze Ernte weg. Dieses Naschen im Garten, all das, was es mir an Energie gibt, das ist einfach alles weg. Ich habe das versucht über Wald, über Besuche am Meer, bei uns am Dockhof, ich wohne ja direkt an der Nordsee. Husum ist keine Insel, was immer viele denken. Ich versuche einfach irgendwie Orte zu finden in der Natur, die mir Kraft schenken. Aber es ist irgendwie nicht das Gleiche und es fällt mir unglaublich schwer, genug in meiner Welt zu finden. Wir haben jetzt hier den Wald. Habe jetzt hier auch echt eine Stelle gefunden, wo ich wirklich ganz alleine bin. Sei denn im Hintergrund ist jetzt gerade irgendwie durchgelaufen, da geht ein Weg längs. Aber es ist schon hier so eine kleine Ecke. Man sieht das ja auch hier, haben Kinder sich was gebastelt, wie es aussieht. Ja, Natur heilt und ich folge da meinen eigenen Worten und versuche so viel Natur einzubauen, wie es geht. Ja. Es ist zu viel, es sind zu viele Einschläge gewesen, als dass ich sie irgendwie verarbeiten könnte. Das geht ohne Hilfe gar nicht mehr. Auf gewisser Ebene. Das, was so reingehauen hat, dass man da alleine nicht weiterkommt. Ich schaue bei so vielen auf mich selber, also auch gänzlich und habe immer gesagt, ja, das und das und das und das bringt mich weiter, es bringt mich auch weiter. Aber es gibt bestimmte Punkte, da stößt man an seine Grenzen und das braucht Zeit. Und wie gesagt, ohne Hilfe geht es auf bestimmten Ebenen nicht mehr. Geht es nicht. Und alles andere, was in meiner Macht steht, gehe ich an. Und das ist dann halt auch auf dem Kanal Lars Christian dann so zu entdecken. Ich habe da auch schon zwei Folgen online. Mir ist es auch völlig egal, ob der Kanal nur 200 Abonnenten groß wird oder größer werden soll. Es spielt gar keine Rolle, weil es wieder darum geht, in der Gemeinschaft zu handeln. Und ich weiß, vielen Menschen geht es schlecht und oder viele wollen einfach auch mal anfangen, die ganze Theorie, die sie angenommen haben, in die Praxis zu verwandeln. Und das wird auf jeden Fall auch kommen. Im Moment ist noch ganz viel Theorie. Das Herz von Buddhas Lehre ist ein Begleiter. Ich habe es auch schon geschrieben im Community-Tab. Oh, ich kriege das. Mein Kopf raddert mit so vielen Themen und auch hier ist der Zug nicht fern. Ja. Vielleicht darf ich den anderen oder einen oder anderen da begrüßen und wir können uns irgendwie gegenseitig weiterhelfen. Würde ich mir wünschen, da irgendwie zusammenzuwachsen, dass wir voneinander lernen.
Ich denke, das ist ich weiß keine anderen Worte jetzt. Ich hoffe, ich habe niemanden vom Kopf gestoßen. Dann entschuldige ich mich auch an dieser Stelle. Manche Sachen verstehe ich einfach auch nicht mehr. Da kommt mein Kopf nicht mehr hinterher, da kommt meine Menschlichkeit auch nicht mehr hinterher, wie es abgeht in unserer Gesellschaft. Und auch alles, was ich in dieser Nachricht sage, beziehe ich voll auf mich und einfach auf meinen allgemeinen Blick, so wie ich das auch immer geteilt habe in meinen Videos. Ich rede nicht hier von einer Person oder so, von einem gesellschaftlichen Problem rede ich und Problem rede ich und genauso der Selbstverantwortung. Bewusstheit und Selbstverantwortung, das ist mein Streckenpferd an diesem Punkt. Na, ich höre ein Tier. Okay. Ja, liebe Leute, bleibt in der Liebe, behaltet euch die Menschlichkeit, fühlt, was euch ausmacht, was uns Menschen ausmacht und vermehrt das bitte. Ja, wir haben das bitter nötig. Bis wann auch immer, euer Lars, ich bin raus. Tschüss, tschüss.